Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Angezockt-Video. Wir spielen auf dem C64 Anarchy von 1987. Das Spiel ist ein Jahr älter als ich. So alte Dinger spiele ich hier. Ich habe schon irgendwie gelesen in der Beschreibung, man spielt da irgendwie im Panzer. Ich habe hier selber noch gar nichts gemacht. Also okay, es gibt aber ein Intro schon. Musik bei Legal, Grievy. Ja, dann gucken wir mal. Wir können theoretisch auch zu zweit spielen. Ich habe aber nur einen Controller. Der Controller ist echt teuer, wenn man den nachkaufen will, ne? Also das ist echt nicht gerade günstig. Wir müssen irgendwie 2 Minuten hier irgendwie mit einem Panzer durch und irgendwelche Sachen zerschießen. Ich weiß jetzt noch nicht, was denn jetzt hier... Ah! Das hier ist wahrscheinlich diese Container. Ne, hier kann ich aber nicht schießen. Also die Steuerung hier finde ich auch ein bisschen hakelig. Okay, also wir müssen irgendwie auf Androiden Acht geben. Ich glaube, das sind diese Dinger, die sich da bewegen. Diese Kreise. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir, wie gesagt, hier irgendwelche Container zerschießen. Ah, guck mal hier. Ist das... Nee, ich dachte gerade, das wären ein Heilungsdingeln für mich. Oh, ah! Nee. Also wir können nicht schießen, wenn wir direkt davor sind. Und solange das so ein Haar ist, kann sich das Ding, also kann uns das nicht, hupsala, nix anhaben. Na komm, geh doch weg. Na gut, solange du da bleibst, soll es mir, komm. Ha, da haben wir's. Soll es mir, ne, ja stimmt, ich darf ja nicht direkt davor stehen. Okay, wir müssen, ein bisschen, hallo, ich will auch ein bisschen zur Seite. Wow, nein, das hat er mich erwischt. Muss ich jetzt nochmal komplett von vorne anfangen? Ist halt auch irgendwie blöd, ne? So. Was möchte ich hier? Sind das die Container? Also da oben, da läuft die Zeit. Und. So. Ich vermute eher wirklich. Oh. Bleib du weg. Dass das die Container sind. Schade, dass ich diese Droiden-Dinger nicht kaputt machen kann. Weil ich jetzt hier diese Barrieren da ja wegschießen konnte. Aber wenn... Nee, dann haben wir hier keine mehr von den Container-Dingern. Also ich könnte ja die Dinger erst wegschießen. Nee, das macht er einfach nicht, ne? Ich muss erstmal. Wie gesagt, ist ein bisschen hakelig. So, dann können wir den hier wegschießen. Muss halt irgendwie gucken. Ah ja, okay, ich kann von hier oben kann ich dahin schießen. Und dann kann ich, wenn ich hier zur Seite gehe, die hier wegschießen. Ah, das ist schon. Das ist also quasi das Rätsel, dass man guckt, wie kriegt man die Dinger denn weg und dann halt aufpassen, dass ein die Androiden, wie es in der Beschreibung stand, nicht erwischen. Muss ich noch aufpassen? Rutscht immer ein bisschen zu weit durch hier, der Panzer. Dahin. Danke. Okay, ich habe noch etwas über 1 Minute Zeit. Droiden. Nein! Ich glaube, das Ding hat wirklich ein Delay. Hatte ich ja schon bei dem anderen, gibt es Minuspunkte? Ne, Score gibt es, gibt auch Pluspunkte. So, einmal, da. Ja, hier, klar. Die zwei hier weg. So. Hallo? Macht er wieder nicht. So. Ja, komme ich jetzt ja trotzdem so nicht dran. Wie kann ich das denn hier... Warte mal, gehen wir mal nochmal von oben. Machen wir die erstmal hier weg. So, weg damit. Okay, haben wir. Dann...
Kommen wir halt hier immer irgendwie. Da, jetzt haben wir es. Komisch. Hat das eben nicht gemacht. Uah, Android. Wow, 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 das war jetzt aber auch fies. Bleibst du mir von der Pelle, ey. Das Blöde ist, dass ich den echt nicht kaputt schießen kann. Und der bleibt ja auch nicht allzu lange da in diesem... in dieser Starre, sage ich jetzt einfach mal. Ah, nein! Das ist so hakelig. Wow, wow, wow. Was? Warum war der jetzt schon wieder draußen? Das verstehe ich jetzt nicht. Den habe ich doch kaum, ja, ist ja gut. Ja, versuchen wir halt einfach nochmal. Use Joystick Port A oder B. Moment, habe ich hier eigentlich, verschiedene Sachen? Ah, oder? Nee. Nee, das ist das gleiche. Es sind auch immer noch hier die, ich habe ja hier mehrere Knöpfe an dem Dingen. Aber letztendlich, ist jeder der Knöpfe die, das gleiche Resultat. Er schießt. So, mal kurz. So, man muss einfach nur schnell drücken. Dann kriegt man den auch weg. So. Es. Wie gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, es hat einen Delay. Ich würde das auch echt sagen. So, den würde ich sagen, lassen, machen wir als allerletztes da unten. Da kommt nämlich der. Dieser Android. Oh, boah, Junge, ey. Warum geht der denn immer nach oben? Ich drück doch nur zur Seite. So, weg mit dir. Hau ab hier. Weg, weg, weg. Ja, toll. Willst du mich hier verarschen? Wollte mich gerade hier durchballern. Weg. So, dann gehen wir erstmal hier hin. Schön in Ruhe. Und können erstmal hier alles wegschießen. So, haben wir. Dann einmal. Nein, zur Seite. Boah, Junge, geh zur Seite. Ich will mich doch echt ärgern, ne? Also, er rutscht so ein bisschen immer durch. Out of time. Verdammt, habe ich nicht aufgepasst. Out of time. Also, da muss man schon ein bisschen fix sein, aber ich finde, dafür ist die Steuerung echt ein bisschen zu hakelig. Aber da kommt wahrscheinlich dann auch einfach mit der Übung. Ja, aber guck mal, er rutscht immer. Da, jetzt geht er nach oben. Ich drück doch nach links, ey. Ich weiß nicht. Irgendwie will er nicht so ganz bewegen, wie ich das will. Verstehe ich nicht. Schon wieder am Rumzabbeln hier, der Dingen. Jetzt kommt wieder dieser Android an. Weil der war doch eben schneller, ne? Ist das, desto öfter ich den erschieße, desto schneller wird der? Kann das eventuell sein? Einfach mal hier kurz durchraschen. So. Wir wollen ja auch immer noch hier alles schaffen. Also ein Level würde ich ja schon gerne wenigstens hier auf die Kette kriegen. Wow, 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 Android, bleib du schön weg. So. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen gefährlich hier. Bleib schön weg da, ne? Dich wollen wir hier nicht haben. So, jetzt fehlen mir nur noch zwei, ne? Nein, nein. Wow, 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 wow. Geh weg, Alter. Geh weg. Nein! Oh, der ist nicht zur Seite gegangen. Ich hab zur Seite gedrückt. Ich hab zur Seite gedrückt, ey. Ah, ätzend. Ich hätte es beinahe geschafft. Aber dann ist dieser blöde Panzer hier. Vor allem, der rutscht
Das ist fett auf Eis, ey. Ich bleib mit dem stehen. Und der rutscht ja immer noch weiter. Hallo? Schieß du mal. Vor allem, warum geht der? Warum zuckt der immer nach unten? Also, auch wenn ich bei dem ersten C64-Spieler. Wow. Wie gesagt, das Gefühl hatte, dass der auch einen, wie gesagt, Delay hat. Weil ich zuck doch woanders rum, du Dingen hier. Hops. Ja, ich kam da nicht weg. Dann drückst du zur Seite und er macht es einfach nicht. Also, mich wundert es nicht, dass diese Knüppel-Joysticks so viele Leute geschrottet haben. Das ist ja das, was ich immer so gehört habe, dass diese Controller total viel zerstört wurden. Dass man da irgendwie so sehr hohen Verschleiß hatte. Ich habe immer gehört von wegen bei irgendeinem Sportspiel, wie das gewesen, weil man die ganze Zeit hin und her. Aber, boah, ich krieg ja fast die Krise hier bei dem Dingern. Also, ja, bei dem anderen Spiel, was wir schon für den C64 gespielt hatten, da hatte ich nicht das Gefühl, dass es an dem Controller gelegen hätte, dass ich da irgendwie die ganze Zeit Zuckungen gehabt hätte. Und der ihr irgendwo. Hallo? Geh doch dahin, wo ich hin will. Was soll ich sagen? Ja, dass das Raumschiff da woanders hingeflogen ist, als wie ich es denn gewollt hätte. Hier der fährt. Der. Weil auch dieses Rutschen. Ich sag immer, wie bei dem Mario, dass der einfach. Hallo? Wegrutscht. Na, du läufst und dann geht der aber immer noch ein Stück weiter, als jemand will. Und das habe ich hier gerade. Aber wirklich brutalst. Also, das habe ich noch in keinem Spiel, glaube ich, so heftig gehabt, das Gefühl. Jetzt habe ich natürlich beide Androiden hier. Er geht doch weg, ey. Meine Zeit, die läuft. Ja, gammelt. Ja, guckt euch das an. Der zuckt dir einfach die ganze Zeit da rum. Der will mich doch verscheißern. So, runter. Schaffe ich das? Oh. Geh weg hier. Ey, Lunge. Android, weg mit dir. Ah, oh, Panzer, du Rutsch. Nein! Oh, ist doch nicht wahr. Warum spackt der denn da so rum, der? Hier, ich bin doch nach Seite gegangen und der fährt nach oben. Was soll denn das? Geht doch gar nicht, ey. Also an und für sich finde ich jetzt, dass die Idee dieses Spiels ja gar nicht so verkehrt. Aber die Steuerung, die ist ja total für ein Popo. Kannst ja echt total knicken hier. Also das macht so gesehen keinen Spaß, wenn der einfach hier so rumzuckelt. Anstatt einfach. Da. Hey, Junge, ich hab doch gar nicht nach oben gedrückt. Ich hab zur Seite gedrückt. Ist doch absolut nicht normal, was hier abgeht. Ja, dann. Ich hab schon wieder nicht. Muss ich immer. Hallo? Du. Ich drück doch nur zur Seite! Ich hab nur zur Seite gedrückt. Ich hab kein. Alter, ich drücke zur Seite. Ich hab kein bisschen nach oben gedrückt. Aber der zuckt einfach dahin, wo der will. Vor allem, wenn er dann immer hier auf irgend so einen doofen Androiden warten muss, der einfach mal dich blockiert. Nein! Warum gehst du nicht rund? Hallo, zur Seite! Zur Seite! Ey, ich krieg die Krise hier bei diesem Spiel. Also ich weiß echt nicht, wenn das wirklich an dem Controller liegt, dann ist das echt dritte Weil. Dann ist ja jedes Spiel, sag ich mal, fast unspielbar. So, schaffen wir es diesmal. Kredit zur Seite. Da piept schon die Zeit. Los! Nein! Ich hab doch alle Container. Ich hab doch alle Container gehabt! Ich hab doch alle Container gehabt, ey! Warum. Was denn, hab ich doch geschossen? Warum hat denn mich dieser Android da, besiegt? Das kann doch nicht sein! Ah, nee, man muss. Ach, ich glaube, man muss da. Das ist, glaube ich, das. Ist das das Ziel?
Oder Moment. Sind das hier nur die Container? Jetzt das probieren wir jetzt aus. Also. Ich finde es ja schon komisch, dass wir hier verschiedene Sachen haben, ne? Aber ich hatte ja, die Beschreibung ist zum Glück hier auf Deutsch. Also das haben die Entwickler hier von der C64 Mini wirklich gut gemacht, dass man, die Beschreibung auf, So. Jetzt gucken wir mal. Kommt der da raus? Ich glaube, da müssen wir ihn. Ja, jetzt huckelst du da die ganze Zeit rum. Ist klar, Mann. Komm doch da raus! Ey, wie soll ich denn da zu dem Ziel hinkommen, wenn der die ganze Zeit da so rumzuckelt? Weil ich glaube, da müssen wir hin. So. Ne, auf jeden Fall, wenn wir das. Dann haben wir noch nicht alle Container wahrscheinlich. Also ich blick es nicht so wirklich gerade, ne? Ich finde das sehr komisch. Vor allem da oben. Gehen wir nochmal hier rein. Die weißen Dinger hier. Was sind die denn? Also was macht man da? Also wir haben. Gucken wir nochmal oben drüber. Score haben wir, das sind Punkte. Player sind wir 1. Zeit haben wir. Eine Minute, aber da laufen. Achso, eine Minute und 35 Sekunden. Okay. Zwei von den Panzern und AR ist das Abschnitt, Lager. Keine Ahnung, also. Hello. Meine Güte, ey. Ich baller hier wie ein Bekloppten. Aber das ist halt eine Steuerung. Du drückst nur zur Seite und der geht immer nach oben. Geht gar nicht sowas. Und das ist einfach extrem unpräzise, ne? Ich drücke jetzt einmal kurz. Ja, bewege ich gar nicht. Oh, geil. Ich drücke einmal kurz. Da. Wie weit der geht. Ja. Also, es ist schon immer irgendwie so ein Abstand. Aber wenn du dann einfach mal loslässt. Also, ich gehe. Lass los. Da. Er rutscht noch weiter. Ich gehe. Lass los. Und rutscht weiter. Ja, man sieht es auch. Also, es sieht wirklich so aus, als wenn er rutschen würde, ne? Man hat das Gefühl, also, ich weiß nicht, ob das jetzt mich nur täuscht, weil ich ja weiß, wann ich den Joystick loslasse. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht hört man's. Moment. Ich hätte noch ein bisschen mehr ins Mikrofon. Ne? Hört man's? Ich weiß es nicht. Guck mal auf den Ausschlag. Ne, ich glaube, der Ausschlag ist nicht wirklich da. In andere Richtung. Ich glaube man. Ja, das springt dann zurück. Aber, ja, out of time. Man bewegt ihn und lässt los. Und dann geht das noch weiter. Sowas mag ich überhaupt gar nicht. Ist nicht mein Art von Spiel. Und wenn du dann halt solche Spiele hast und ich weiß nicht, was der da reagiert. Okay, der Joystick hat nicht wirklich viel Spiel, ne? Also kann man schon gut vorstellen, dass du dann schon mal den einen oder anderen Befehl zur falschen Seite irgendwie gibst. Aber das ist dann noch fataler, wenn du so ein Spiel hast, was dann so rutschig ist. Also ist absolut nicht mein Spiel. Ich weiß wieder nicht, ob das jetzt an dem billigen Controller hier liegt. Wobei, wenn du die kaufst, sind die bei Amazon gerade echt nicht gerade billig, die Teile. Aber einfach an dem Game Design, also dass es mir einfach nicht liegt. Für mich ist das nichts. Müssen wir in anderen Spielen halt auch wieder mal gucken. So ein Jump'n'Run oder so kann man das vielleicht auch ein bisschen besser erahnen. Und so, schauen wir mal, was die C64 Mini noch zu bieten hat. 62 Spiele haben wir ja noch. Sehen wir dann in der nächsten Woche, was es da noch so gibt und wie die so sind. Und ja, das war's mit diesem Angezockt. Wie hat's euch gefallen? Kennt ihr das Spiel? Habt ihr auch so Probleme bei sowas, dass das dann noch so dieses Nachrutschen ist? Habt ihr irgendwelche anderen Erfahrungen? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst meinen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal.